Servus Menschen, hier ist wieder Robbys hier mit einem erneuten Informationsvideo hier in Black Ops 3 und wie ihr es wahrscheinlich schon im Titel gesehen habt, geht es heute um den Team Deathmatch Modus in Black Ops 3 und zwar wurde da der Score Limit auf 100 Punkte erhöht. Und zwar wurde eigentlich das gestern schon geleakt und ich habe auch gestern ein Video machen wollen. Ich habe es auch schon gemacht, nur nicht auf YouTube hochgeladen. Und genau kurz bevor ich es hochgeladen habe, kam die Information, dass das Ganze schon bestätigt wurde, dass jetzt in Zukunft mit dem nächsten Patch oder so die Änderung vorgenommen wird, dass man den Team Deathmatch Score auf 100 Punkte dann erhöht. Und wir schauen uns jetzt das Ganze an, wieso wir da uns sicher sind. Und zwar haben wir schon vor 3 Tagen einen Post bekommen auf Twitter von David Wanderhaar. Und zwar hatte da sozusagen gefragt, ob man den Deathmatch-Score erhöhen soll. Und da gab es so eine Umfrage auf Twitter eben. Und zwar hat es von insgesamt 66.000 Stimmen, da waren von den 66.000 Stimmen, das ist wirklich eine große Zahl, waren 86% für die Erhöhung, dass das Ganze bis 100 geht. Und lediglich nur der Rest, die 14%, waren dafür, dass es so bleibt wie jetzt, also 75 Punkte. Und das Ganze wurde dann eben von ihm gestern bekannt gegeben, dass das jetzt sicher wird mit der Änderung, dass das Ganze auf 100 erhöht wird und er hat geschrieben, nobody panic and nobody panic if we turn it back down. Ja, also es wird wahrscheinlich so sein, dass wenn das Ganze nicht so gut läuft, dass sie dann das Ganze wieder rückgängig machen, aber ich finde es richtig geil, wie Treyarch einfach auf das Volk hört, sage ich jetzt mal, einfach eine Umfrage gestartet, das Volk wählt. Und sie machen das, was das Volk gewählt hat. Finde ich richtig nice und da kann sich jeder jetzt eine eigene Meinung bilden. Und zwar, meine Meinung ist dazu, gar keine Meinung kann ich jetzt sagen. Und zwar kann man das jetzt in 2 Augen meiner Sicht sehen. Und zwar einmal in der Sicht von mir als YouTuber sozusagen. Und zwar, ist das Ganze gut für Gameplays? Wenn Team Deathmatch bis 100 geht, dann geht die Nuklear einfach viel, viel easier. Also die kann man dann viel leichter erreichen in Team Deathmatch, weil 100 ist schon ein bisschen ein Unterschied zu 75. Und deshalb finde ich als YouTube-Sicht, als Gameplay-Sicht, ist das Ganze nice. Aber wenn wir jetzt eine andere Sicht sehen als den Standard-Zocker, der was einfach Call of Duty aus Spaß zockt, dann wird es wahrscheinlich viel, viel mehr Schwitzer, viel, viel mehr Gameplay-Schwitzer dann in Team Deathmatch geben. Es gibt jetzt schon viele Schwitzer in Team Deathmatch, die einfach auf Gameplays gehen, aber dann wird es noch mehr geben. Und eben, das kann man jetzt mit 2 Augen anschauen. Ihr könnt gerne eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Würde mich echt interessieren, ob ich der Einzige bin, der so denkt oder ob es auch noch andere Menschen da draußen gibt, die gleich denken wie ich. Und ja, vergiss nicht einzuschalten. 2 Stunden kommt dann das neue Video. Heute das 2. Video und ich würde einfach sagen, wer sich dieses Video bis hier reingezogen hat, der hat entweder kein Leben oder hat kein Leben. So sind diese Menschen heutzutage. Haut auf jeden Fall rein und tschüssi.